Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Final Fantasy XIV Stormblood. Und wir haben uns ein bisschen mit dem Crystallic-Sachen unterhalten und ein bisschen die tolle Stadt Crystarium erkundet. Und ich würde jetzt aber sagen, lasst uns weitermachen. Also, los geht's. Jetzt fehlt dir nur noch ein Zimmer. In den Isomorph-Quartieren, einem von Crystariums Wohngebieten, habe ich ein angemessenes Plätzchen für dich gefunden. Der Weg dorthin führt am Markt vorbei. Dort warst du zwar bereits, aber lass mich dir dennoch ein paar Dinge erklären. Bitte, folge mir einfach. Klar. Natürlich. Also auf zum Crystallic-Sachen, der davon gerannt ist. Wo bist du? Hab gehofft, er sagt hier, aber nope. Heißt, er sagte, ich soll ihm folgen und dann rennt er davon. Hier in Musica Universalis werden die verschiedensten Güter gehandelt. Du solltest alles finden, um dich auf die Reise vorzubereiten. Falls du dir um die Bezahlung Sorgen machst, kann ich dich beruhigen. Unsere Händler werden deine Gil anstandslos annehmen. Vor der Lichtflut gab es in unserem Reich eine gemeinsame, stabile Währung. Doch sie verlor in den Wirren der Katastrophe dramatisch an Wert. Seitdem bewerten wir alle Arten von Münzen nach ihrem Metallwert. Eine einfache und praktische Methode. Was dich aber wirklich überraschen dürfte, ist die Tatsache, dass wir unsere Währung ebenfalls Gil nennen. Wir haben uns bei der Namensgebung von den Alagern inspirieren lassen, deren Währung wir im Inneren des Kristallturms fanden. Mit unseren Händlern verbreitete sich dieser Name in alle Ecken und Enden der Welt. Von Ishtola weiß ich übrigens, dass der Wert unserer Gil ungefähr euren Gil entspricht. Du siehst also, Gil regiert auch unsere Welt. Wir haben noch mehr Dinge in dem Turm entdeckt, die uns das tägliche Leben sehr vereinfachen. Darunter auch gewisse Steine, mit denen du sicher bereits vertraut bist. Sich alles neu zu besorgen, wäre eine jämmerliche Arbeit. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, Gegenstände von der Ursprungswelt in diese Welt zu holen. Avan Kernzin? Endlich rufst du mich! Sag schon, wie kann ich zu Diensten sein? Hallo, Feo'ul. Ich habe eine Bitte an dich, liebste aller Pixies. Darf ich dir eine Freundin vorstellen? Sie ist von sehr weit her angereist. Sie braucht ein paar Dinge aus ihrer Heimat. Würdest du ihr bitte dabei behilflich sein? Oh! Kommst du etwa von jenseits der Weltengrenze? Was für ein aufregendes Leben! Dieser Mut, diese Verwegenheit! Damit können wir Pixies einfach nicht mithalten. Ich werde dir helfen. Wenn du einen Vertrag mit mir eingehst, werde ich dir treu zu Diensten sein. Aber sag mal, vermisst du etwas, seit du die Grenze zwischen den Welten überquert hast? Kleidung, Waffen, Fingernägel? Alles noch da? Hervorragend. Dann sollten wir deine anderen Sachen auch hier rüber schaffen können. Ich werde zu deinem Isnefis und du mein Snejak.
Als solche sind wir untrennbar miteinander verbunden. Ich warne dich, es könnte etwas hell werden. Was? Jetzt sind wir Zweig und Baum. Hast du vielleicht schon einen Auftrag für mich? Ich würde doch zu gern einmal einen Blick über die Weltengrenze werfen. Gibt es niemanden, dem du sagen möchtest, dass du sicher hier angekommen bist? Was sagst du? Bring Nachricht zu Dadaro. Bring Nachricht zu Grille. Also, logischerweise, wir sagen natürlich Dadaro Bescheid. Aber gerne doch. Ich bin schon unterwegs. Tschüss. Sie ist eine Pixie, ein magisches Lebewesen. Für gewöhnlich halten sie sich von den Städten fern. Aber es gibt auch Neugierige unter ihnen, wie Feoul. Sie liebt es hier in Crystarium. Jetzt zu deinem Zimmer. Das sollte nun fertig sein. Komm, ich zeige es dir. Dank deines Vertrags mit Feoul kannst du nun Mogri-Bossboten, Marktbretter und Krämerklingel in der ersten Splitterwelt benutzen. Nice. Und natürlich, solltet ihr Gear brauchen, hier im Marktviertel kann man sich 385er Gear kaufen. Ist relativ gut, wenn man nicht gerade das 400er hat oder Teile vom 400er, dann sollte man sich hier auf alle Fälle eindecken. Ist nicht gerade günstig, aber die meisten haben genug Kohle für sowas. Denn also die 1 Million solltet ihr bis hierhin locker knacken. So. Den hatte ich schon. Und jetzt da. Ah, da bist du ja. Dein Zimmer ist auch soweit. Ich habe mich eben selbst davon überzeugt. Es steht dir zur freien Vergnügung. Du kannst also kommen und gehen, wie es dir beliebt. Der Verwalter hier bringt dich auf dein Zimmer, gönn dir eine Pause, erhole dich von der weiten, seltsamen Reise. Und wenn du soweit bist, bitte ich dich, mich wieder im Okular aufzusuchen. Gut, das wäre dann fürs Erste alles. Obwohl... Historia, ich finde keine Worte, um dir zu sagen, wie dankbar ich dir bin, dass du meinem Ruf gefolgt und hierher gekommen bist. Von Herzen wünsche ich mir, dass du auch ohne die Dunkelheit der Nacht ein wenig Ruhe finden kannst. Wird schon. Hoffentlich. Mal schauen. Na? Sehr erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Ich bin der Verwalter der Isomorph-Quartiere. Die Unterkunft ist sofort beziehbar. Soll ich euch schon zu eurem Zimmer bringen? Yep. Ich brauche ein Schläfchen. Das ist doch... Das ist doch die Kriegerin des Lichts aus dem Ursprung. Wie kommt sie hierher? Was sagst du? Und du bist doch
Ein Krieger der Dunkelheit. Wer bist du? Ja, wir wissen doch, wer er ist, also Servus. Hä? Du kannst mich hören? Wie ist das möglich? Nur, dass du es weißt, sehen kann ich dich auch. Krieger der Dunkelheit. Ja, so habt ihr mich in eurer Welt genannt. Mein richtiger Name ist Artbert. In der Ursprungswelt benutzte ich einen anderen, ähnlichen Namen. Meine Freunde und ich sind für die Lichtflut verantwortlich. Wir dachten, wir würden alles verlieren. Die Ashians verleiteten uns, in die Ursprungswelt zu gehen und die Vereinigung der Welten herbeizuführen. Gegen euch kamen wir nicht an. Erst nachdem wir das Orakel Minfilia trafen, konnten unsere Seelen wieder in den ersten Splitter zurückkehren. Als wir unsere Heimat betraten, begann die Lichtflut gerade den letzten Kontinent, Norvrand, zu verschlingen. Minfilia und meine Freunde konnten die Tragödie mit allerletzter Kraft aufhalten und verschwanden. Mich ließen sie zurück. Wie lange mag das nun her sein? Weißt du, wie viel Zeit seit der Lichtflut vergangen ist? Ähä. 100 Jahre. 100 lange Jahre. Was ich auch tue, niemand sieht mich. So laut ich auch schreie, niemand hört mich. Ich bin ein Geist, verdammt dazu, durch diese Welt zu streifen. Ich wandere schon so lange in Einsamkeit, dass ich manchmal vergesse, dass ich überhaupt noch existiere. Aber dann umhüllte mich dieses Funkeln, etwas zog an meinem Verstand. Und auf einmal war ich hier. Warum kannst du mich sehen? Warum bist du hier? Man hat dich hierher gerufen, damit du die erste Splitterwelt rettest? Was für ein Unfug! Diese Welt ist nicht zu retten. Und wer es versucht, ist selbst verloren. Was mich angeht, ich habe schon längst vergessen, wofür ich kämpfe. Aber dass ich hier bin, dass du mich sehen kannst, das kann kein Zufall sein. Ich muss wissen, warum ich zurückgeblieben bin. Es muss einen Grund geben. Diesmal werde ich meinen Weg bis zu Ende gehen. Ich werde dich bei diesem Abenteuer begleiten. Doch sieh dich gut vor. In dieser Welt ist kein Platz für Helden mehr.
Muss aber schon sagen, wir haben ein ganz schön großes Zimmer. Also echt angenehm. Und dass wir jetzt der Adbert wieder begegnet sind, ja. Mal schauen. Wird sicher interessant. Ein Krieger der Dunkelheit mit der Kriegerin des Lichts. Dann sind wir ab jetzt die Krieger des Zwielichts. Ja, schlechter Witz, ich weiß. So, jetzt müssen wir wieder zum Kristallex-Sachen. Und bald geht wieder das Laufen los. Nichts mehr mit Fliegen. Nur mehr zu Fuß. Auf das ist das Einzige, auf das ich mich am wenigsten freue. Auf die Steuer freue ich mich extrem. Ah, Historia. Der Kristallex-Sach erwartet dich. Ah ja, lass mich rein. Servus. Wie gefällt dir dein Zimmer? Hast du dich etwas erholt? Ah, mehr oder weniger. Was sagst du? Ein wenig hell, aber es ging. Bis auf den Geist war es gemütlich. Ja, ich bin dafür. Ein Geist? Hier? Sicher war das nur ein Traum. Sag mir bitte Bescheid, wenn ich etwas für dich tun kann. Also, ich werde dir nun erklären, wo deine Freunde sind. Hier, das ist alles, was uns nach der Lichtflut geblieben ist. Der Kontinent Norvrand. Die Region, in der sich Krystarium befindet, wird das Seenland genannt. Im Norden liegt das Reich der Feen, Ilmec. Dort hält sich Urianger auf. Im Osten erstreckt sich seit Urzeiten der große Wald Raktika. Dort hat Ishtola ihr Lager aufgeschlagen. Leider ist es nicht ohne weiteres möglich, diese Region zu betreten. Es gibt zunächst noch ein paar Vorbereitungen zu treffen. Suche daher zuerst Alfino oder Alizé auf. Sie kannst du ohne Umwege mit einem Flugtier erreichen. Wir werden dir eins bereitstellen. Alfino befindet sich auf Colusia, einer Insel im Westmeer. Dort haben sich die Adligen und Reichen in eine Stadt namens Julmor zurückgezogen. Um herauszufinden, wie diese Welt zu retten ist, hielt er es für das Beste, sich zuerst mit ihren Bewohnern vertraut zu machen. Informationen zu sammeln, scheint so etwas wie eine Leidenschaft von ihm zu sein. Yep. Alizé hingegen ist in Amareng, ein Gebiet im Süden. Es grenzt unmittelbar an die Landmassen, die von der Lichtflut verschluckt wurden. Ein Grenzland, das ständigen Angriffen der Sündenvertilger ausgesetzt ist. Anders als ihr Bruder hielt Alizé es für ratsam, mehr über den Feind zu erfahren. Sie ist eine hartgesottene Kämpferin, eine unerbittliche Beschützerin der Region. Ich überlasse es dir, ob du zuerst nach Colusia oder nach Amareng gehst. Du hast wen vergessen. Wo ist Tancred? Teile mir nur deine Entscheidung mit und ich werde alles Nötige in die Wege leiten. Er ignoriert's. Wo ist Tancred? Ach, natürlich. Dann wäre da ja noch Tancred. Soweit ich weiß, zieht er mit seiner Begleitung durchs Land und jagt Sündenvertilger, wo immer er sie auftreiben kann. Dankeschön. Man weiß nie, wo man ihn findet. Meistens taucht er auf, wenn man es am wenigsten erwartet. Jupp, das ist Tancred. Schlaflos in Kristarium. Auf Aschenschwingen übers Meer. Auf warme Winde in die Wüste.
Das erste ist Alfino, das zweite ist Alize. Ich würde sagen, Alize hat gebeten, dass wir sie nicht alleine lassen, darum würde ich sagen, Alize. Auf warme Winde in die Wüste. Du willst also Alize treffen. Sie war sehr um dein Wohlergehen besorgt, als ich sie zuletzt sah. Daher wird sie sich über ein Wiedersehen ganz sicher freuen. Tatsächlich habe ich sie zu einem besonders schlechten Zeitpunkt in diese Welt gerufen. Natürlich hat sie das fürchterlich verärgert. Ich will alles tun, was in meiner Macht steht, um das wieder gut zu machen. Ich sagte ja schon, dass sie in Amareng ist. Es gibt eine Karawane, die regelmäßig dorthin zieht, und ich habe Vorbereitungen getroffen, damit du dich hier anschließen kannst. Geh zum Amaro-Flugsteig gleich bei der Manufaktur der Gemeinschaft und sprich dort mit Kasart, dem Anführer der Karawane. Er wird dich sicher nach Amareng bringen. Alles klärchen! Natürlich nehme ich nur eine Quest an, auch wenn ich jetzt beide annehmen könnte, aber ich will den Geschichtsstrang schon relativ clean haben. Darum machen wir eins nach dem anderen. So, Amaro-Flugsteig. Und wie ihr wisst, durch das, dass wir relativ neu hier sind in Shadowbringer, werde ich natürlich so wenig skippen wie möglich, also so wenig schneiden wie möglich, wird alles so gut es geht drin bleiben. So, Kasart. Oh, eine Unbekannte. Willst du dich uns etwa anschließen? Da hast du einen Brief. Ein Gast des Kristallexarchen. Und du suchst eine Freundin in Amareng? Ah, du willst zu Alize. In dem Fall bist du bei mir goldrichtig, Mädel. Außerdem küsst dich das Glück, denn unsere nächste Reise steht gerade an. Sag einfach Bescheid, wenn du bereit zum Aufbruch bist. Bescheid sag. Na, alles startklar? Dann bereite dich auf eine harte Tour durch die Wüste vor. Du kannst von nun an nach Amareng reisen, sprich mit dem geschickten Amaro-Züchter am Flugsteig, um dich auf den Weg zu machen. Ja, ja. Außerdem sind neue Windätherquellen verfügbar. Benutze den Ätherkompass, um sie zu finden. Solltest du den Ätherkompass verloren haben, wird Jessran am Amaro-Flugsteig in Crystarum für Ersatz sorgen. Alternativ kannst du auch Gibraldon in Ishgard oder Kaufried in Ralks Wacht aufsuchen, um einen neuen Kompass zu erhalten. Hab meinen alten nicht weggeworfen, also alles gut. Amareng. Inmitten dieser ausgedörrten Landmasse liegt das Land Nabatareng. Ein von der Sonne gegerbter Händler verriet mir auf einer meiner Reisen dort die Bedeutung des Namens. Amareng, der gewaltige Kontinent. Dann kam die Lichtflut und verschlang das Land. Übrig blieb ein Name, nicht mehr als Hohn und Spott. Ja, verständlich, wenn nur mehr so ein Fitzelchen da ist. Boah, mit dem Klima hier ist wirklich nicht zu spaßen. Wegen des Lichts kann man den Unterschied zwischen Tag und Nacht zwar nicht sehen, aber zu spüren ist er deutlich. Mittags ist es schwellend heiß und Mitternacht zittert man vor Kälte. Das darfst du nie vergessen. Also dann. Laut dem Brief des Kristallexarchen soll ich dich zu der Ruhestätte vor der langen Reise bringen. Dort lebt Alize. Ist allerdings ziemlich weit weg, deswegen ziehen wir erstmal nach Mord Squad, eine Siedlung nicht weit von hier. Und ich erzähl dir dabei mehr über die Gegend, hm? Den Rest überlasse ich euch. Klar. Los geht's, Historia. Das Dorf liegt im Südwesten. Alles klar. Darf ich jetzt eigentlich schon mal meine Mounts benutzen? Danke, darf ich wieder. Dann geht's wenigstens ein bisschen schneller.
Oh, genau. Kompass haben wir hier. Westen. Natürlich werde ich die ersten Iteriten wieder mit euch mit zusammennehmen. Die gewissen werde ich dann natürlich wieder solo schnell zusammenfarmen. Südwest. Aber einen kleinen Teil muss man auch so mitmachen, oder? Ah, das war so klar. Ja, komm her. Warte mal kurz. Ich muss ein Schokobo rufen. Jo, Schoki, los, hau drauf. Ah, dauert schon wieder etwas länger. Ja, man merkt, die Gegner sind 70. Da muss ich etwas fester drauf knüppeln. Und ein Ding könnte ich auch wieder essen. So, nehmen wir mal das hier zu mir. So. Nein, nicht fortschicken, reiten. Komm. Los, Schoki. Los geht's. Ah, Schoki ist schon eine Wucht. So, da wären wir. Es ist dein erstes Mal in Amareng, nicht wahr? Dreh dich doch mal um, bevor wir den Fluss aus Sand überqueren. Aha. Eieiei, echt sehr sandig hier, muss ich schon sagen. Beeindruckend, oder? Das ist Orguasa Schral, eine Festung, die den Nordteil dieser Gegend bewacht hat. Einst war dies das Königreich Nabadareng. Die schiere Größe der Festung macht deutlich, dass Nabadareng früher eine der bedeutendsten Mächte Nofrans war. Aber die Lichtflut hat fast das ganze Land verschluckt, einschließlich seiner Hauptstadt. Die wenigen Überlebenden wurden ihrer Heimat beraubt. Heutzutage kommt niemand mehr gerne hierher. Es gibt ja kaum etwas außer Sand. Selbst diese beeindruckende Festung dient nur noch den Amaros diverser Handelskarawanen als Ort der Rast. Allerdings findet sich noch immer hier und da Leben in dieser ausgedörrten Gegend. Mord Squaw ist ein solcher Ort. Freue dich auf eine lebhafte Abwechslung dort drüben Wüstenlandschaft. Genug der Erklärungen. Es geht weiter Richtung Südwest. Yay, weiter. Wuhu. Los geht's, Schoki. Irgendwo in der Nähe ein Ding. Yep. Süden. Süden. Uiuiui. Den komme ich lieber nicht so nah. Der nuckt mich weg, der rote Kaktus. Denn der ist Level 80. Das könnte schmerzhaft sein. So. So. Hallöchen, meine Windätherquelle. Noch einen in der Nähe? Süden. Nee, das ist zu weit weg. Okay. Servus, Kaktus. Servus, was auch immer. Hilfe! Ich werde gejagt. Yo, Kassad. Und da sind wir. Willkommen in Mord Squad. Servus. Fremde Länder, fremde Sitten. Diese Siedlung gehört seit jeher den Mord. Nach der Lichtflut wurden sie allerdings zu einem Zufluchtsort für die vielen Heimatlosen. Deswegen siehst du hier auch so viele Huhn. Ist das hier deine erste Begegnung mit dem Mord? Sie können auf den ersten Blick sehr zwielichtig wirken, sind aber alles nette Gesellen.
Gehen wir Gengen grüßen, das Oberhaupt der Stadt. Ich stelle dich vor. Er redet von den Kobolden, also die sind echt niedlich. Wir könnten da ja den Kleinen hinbringen, oder? Den Gabu? Ihr könntet sich... Ja, gut. Es könnte problematisch werden, ihn herbringen. Aber hey, er müsste sich hier heimisch fühlen. So, wir brauchen natürlich einen Etariten, wie immer. Und hopp. Einmal bitte synchronisieren. Dankeschön. Und hopp. Ups, ich häng fest. Jo, servus Gengen. Was ist das? Ein Mord? Ein Kobold? Nicht viel zu sehen außer den Augen. Nehmen wir das erste. Werter Gengen, das hier ist die Freundin des Kristallexarchen, von der ich sprach. Willkommen in Mordzug. Hier hat alles Wert, alles. Mordzug bedeutet so viel wie der Marktplatz der Mord. Und er rühmt sich, der größte und bestbesuchte Markt in ganz Amarenk zu sein. Hier wird alles gehandelt. Natürlich die Erze aus den nahegelegenen Minen, aber auch alle Arten von anderen Artikeln, darunter skurrile und seltene, die man sonst nirgendwo findet. Kaum jemand kommt freiwillig nach Amarenk, aber dieser Markt ist eine Ausnahme. Händler kommen von überall her auf der Suche nach Raritäten und Sammlerstücken. Dinge zu kaufen gibt's überall. Nützliche Dinge, interessante Dinge. Aber das Beste nur hier, nur hier. Hast noch Geld in der Tasche? Wie alle Reisenden von weit weg? Zum Markt, da müssen wir hin. Das wird was, das gibt einen Spaß. Kauf ein, kann alles brauchen. Alles auf der Welt kann man irgendwann gebrauchen. Das höre ich dich immer wieder sagen, werter Gengen. Ist das eine Weisheit deiner Ahnen? Na, es ist jedenfalls eine gute Einstellung. Das ist wohl auch der Grund, warum es euch so leicht fällt, Vertriebene bei euch aufzunehmen. Wenn du vorhast, länger in Amarenk zu bleiben, tätest du gut daran, dich mit den Bewohnern dieser Siedlung anzufreunden. Sie haben ein Begrüßungsritual für Neuankömmlinge, aber... Ja, genau. Erstkauf, wichtigster Kauf. Musst einfach kaufen. Macht so jeder Neuling auf dem Markt. Groß, klein, teuer, billig, egal. Ehrlich gesagt wusste ich, dass es dazu kommen würde. Und der Kristallexarch auch. Deswegen hat er dir das hier geschickt. Na, da schau her. Eine Münze aus Wöburt. Ist eine Weile her, dass die mir untergekommen sind. Was sagst du? Was höre ich da? Münze? Münze aus Wöburt? Oh Gott. Mach deinen Erstkauf bei mir! Nein. Nur bei mir. Töpfe schön, glatt und glänzend. Hier gekommen! Hier zu mir! Bei mir! Bester Kauf bei mir! Ruhig, Mäuler zu und Ohren auf. Neue will reisen und Reise wird lang, will keinen sperrigen Krempel. Ruhe brauchst du, Ruhe und Kraft. Ich weiß. Erstkauf bei Romron. Erstkauf ist gut. Viele leckere Sachen machen dich stark für Reise. Oh Gott. Ah, na, das wird was werden, Leute. Ey, Aber
erst das nächste Mal. Dann kaufen wir bei RonRon ein. Mal schauen, wie das läuft. Also, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.